Joseph Cremarossa soll für neuen Schwung in der Offensive der Adler Mannheim sorgen. Der Kanadier kommt vom NHL-Club aus Minnesota. Zuletzt spielte er aber in der zweiten amerikanischen Liga. Es ist eine besondere Situation, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Als ich das Angebot auf den Tisch bekommen habe, war für mich die Entscheidung schnell klar. Ich habe nur Gutes über die Stadt und den Verein gehört. Meine Familie und ich dachten sofort, dass das ein großartiger nächster Schritt sein könnte. Das versprechen sich auch die Adler von ihrem Neuzugang. Zum einen, da viele Offensivakteure zuletzt ausfielen und Cremarossa damit eine weitere Alternative im Kader ist. Aber es geht vor allem auch um spielerische Akzente vom Kanadier. Er bringt das nordamerikanische Eishockey rein. Wir haben ein paar Jungs aus Nordamerika. Ich habe mir hoffen, dass da gleich ein bisschen Chemie entsteht im Spiel. Was sind seine Stärken? Er beschützt die Scheibe sehr gut. Er hat einen guten Drang zum Tor, geht dem Gegner ein bisschen unter die Haut, und das ist das, was wir uns von ihm hoffen und wünschen. Am besten soll das schon am Freitag gelingen. Mit dem EHC Red Bull München kommt der Tabellenführer in die SAP Arena. Die Mannheimer stehen derzeit auf Platz 3 und haben 17 Punkte Rückstand auf den Liga-Primus. Ja, wir spielen gegen das Top-Team in der Liga. München marschiert vorne weg seit Wochen, sammelt 3 Punkte nach 3 Punkte. Die spielen sehr, sehr solide, sehr kompakt. Ich denke, sie sind auch sehr selbstbewusst auf dem Eis. Wir müssen schauen, dass wir zu unserem Spiel gleich finden, dass wir die Räume eng halten. Wir wollen offensiv spielen, wir wollen die Scheibe haben und so zu unseren Chancen kommen. Das Herausspielen von Chancen und auch der Torabschluss waren zuletzt die Defizite im Spiel der Adler. In den vergangenen 6 Partien gelangen nur 10 Treffer. Und dazu gegen die vergangenen 3 Spiele verloren. Die Marschroute für das Spiel am Freitag ist damit klar. Wir haben uns vorgenommen, in der Offensive so zu spielen, wie wir es dann auch umsetzen konnten zum Großteil. Da müssen wir nur noch da sein vor dem Tor, wenn dann auch der Nachschuss auf dem Eis oder vor dem Torraum liegt und die Scheiben reinmachen. So einen Finish-Instinkt, Killer-Instinkt haben und einfach kaltschnäuzig vor dem Tor sein. Das trifft dann auch auf Cremarossa zu. Der 30-Jährige ist nach seiner Ankunft am Montag eine Option für das Spiel gegen die Münchner. Und für ihn steht der Teamerfolg über allem. Allen voran möchte ich natürlich gewinnen. Wir haben ein großartiges Team, stehen in der oberen Tabellenhälfte und spielen um die Meisterschaft mit. Ich denke, wenn das Team erfolgreich ist, wirkt sich das auch auf jeden Einzelnen aus. Somit fokussiere ich mich auf die Mannschaft. Alles andere ergibt sich mit der Zeit. Und damit die Adler ihre Ziele erreichen, soll Cremarossa für neuen Schwung in der Offensive sorgen.